Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu Dead by Daylight. Ich habe jetzt ein paar Tage nicht gespielt. Ich bin sehr nervös. Und hoffe, dass ich vielleicht in dieser Runde die Archivaufgabe fertig bekomme. Dass ich mich jagen lasse. Ich spiele heute am 14.12. Das ist ein Tag nach Rank Reset. Da bin ich auch immer so ein bisschen gespannt, was für Mates man abbekommt. Es gibt zumindest einen Killer. Ich hoffe, er ist nicht AFK. Es ist immer so nach ein paar Tagen Spielpause. Es fühlt sich an wie ein komplett... wie ein komplett fremdes Spiel. Ich will doch nicht zuerst liegen. Lass mich. Ich habe jetzt ein bisschen abgeschmiert. Aber ich habe ein paar Jagdsekunden gesammelt. Ich bin über die Map gerannt wie so ein aufgeschrecktes Huhn, aber ich glaube, das wird sich bei mir nie ändern. Und er hat Gott sei Dank zu früh geschlagen. Sonst, ja, wäre ich jetzt die Erste am Haken. Wir haben einen Gen an. Ich gehe gleich wieder darüber an den, wo ich schon saß. Er hat ja nicht dagegen getreten. Er ist ja direkt auf mich los. Schauen wir mal. Ich habe halt jetzt hier hinten die Palette gezogen. Als guter DBD-Spieler bleibt man auch nicht in der Palette stehen. Oh. Sehr schön. Und jetzt müssen wir mal auf die andere Map-Seite rüber. Oh, das sieht ja cool aus hier. Das habe ich noch gar nicht wahrgenommen. So, du kannst dich opfern. Hey, nein! Okay. Er hat Raserei an. Gemacht. Das heißt, sie wird retten gehen. Nein, wird sie nicht. Ich dachte, sie geht jetzt retten, weil er auf mich geht. Und er jagt sie weiter. Sind die da hinten? Ich glaube. Okay, es könnte jetzt auch der nächste Gen angehen. Das wäre super. Damit wir hier rauskommen. Ich gehe. Rüber wollte ich sagen. Aber da dachte sich Leech so: Hey! Ich gehe auch mal rüber. Weiß auch nicht, ob sie sich selber heilen kann. Sie hat ein Medikit mit. Eigentlich, denke ich, kann sie es. Vielleicht hat sie aber auch ein Insta-Heal oder sowas dabei. Ich bin gerade so ein bisschen der Sanitäter. Jetzt gehen wir mal aber weiterarbeiten. Wir müssen hier rauskommen. Vielleicht sollten wir auch Totems wegmachen. Ach, das ist ja die zweigeteilte Map. Oder bin ich jetzt ganz daneben? Huch! Okay.
Okay, jetzt waren wir einfach beide verwirrt. Ich wollte gerade umdrehen. Also ich habe geguckt, ob er jetzt an der Palette steht und wollte zurück über die Palette. Oh, ich gehe mal dahin. Vielleicht arbeitet da schon jemand. Nein. Oh, warum ist sie unheilbar? Das ist ein Add-on für die Legion, dass man unheilbar ist. Mir ist es zumindest bei den anderen erst nicht aufgefallen, wo die eine tiefe Wunde hatten. Sagen wir es mal so. Und sie müsste sich demnächst auch heilen, sonst fällt sie um. Achso, es ist doch in der Jagd. Okay, wir haben dann hier drüben zwei Gens und auf der anderen Seite zwei Gens. Ist das die zweigeteilte Map? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Aber müsste, oder? Ich habe nicht aufgepasst. Ihr seht das ja... Oh, oh. Ihr habt das am Anfang der Runde ja nochmal gesehen. Ich weiß jetzt nicht mehr, was das für eine Map war. Ich mache jetzt den letzten Gen an und hoffe, dass wir kein Nöd abbekommen. Ich habe keinen einzigen Generator gemacht. Kein einziges Totem. Das mit den Ausgängen ist jetzt nicht so günstig. Aber er stand am Haken. Ich höre nichts, ich sehe nichts. Oh, hier ist. Na gut, warum ist da jetzt. Warum hat jemand aufgemacht, wenn der jetzt Blutwächter hat? Der hat keinen Blutwächter. Wollen wir es riskieren? Ich habe keine geliehene Zeit. Ich gehe einen tanken. Ich weiß immer nicht. Die schreien immer nicht mehr. Aber ich glaube, das ist auch irgendwie ein Bug. Ich kann mir nicht vorstellen. Dass die alle. Seelenruhe dabei haben. Ich kann nicht mehr für dich tun. Sie rennt halt. Oh, sie kommt. Frage ist, schaffe ich es raus? Okay, sie ist tot. Er hat Raserei an. Wird sie jetzt ausmachen? Ja, sorry. Sie ist tot am Haken. Ich hätte es versuchen können, stehen zu bleiben. Mich nochmal zu heilen und... Ach. Mist. Ich habe aber ein paar Sekunden dazu bekommen. Bei dieser Jagdaufgabe. Ich hatte vorhin 211 vor der Runde, glaube ich. Ja. Ich war jetzt ein bisschen... Okay, also sie ist auch raus. Ja, es tut mir leid, Mails. Es tut mir leid. Ich bin aber rausgekommen. Und ich verabschiede mich auch direkt aus dieser Runde. Es war schön, dass ihr wieder dabei wart. Und ich wünsche euch einen schönen Jahreswechsel. Und wir sehen uns dann
hoffentlich gesund und munter im nächsten Jahr wieder. Bleibt gesund jetzt und auch später dann. Und bevor ich jetzt hier noch mehr Schwachsinn brabbel, sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.